Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Hat jetzt eine längere Pause gegeben, da es mehr oder weniger größere Umstände gab. Auf jeden Fall bin ich jetzt zurück und deswegen machen wir auch direkt weiter. Und so viel ich weiß, habe ich gehört, dass ich in die Wüste muss. Deswegen fangen wir auch direkt unser Pokémon aus, falls wir denn eins haben. Ah doch, hier, Petri muss es eigentlich können. Nein, okay. Dann tun wir einfach mal kurz wieder in den Pokémon Center gehen und... Oder sind wir schon in der richtigen Stadt? Ich glaube, wir sind sogar schon... Nein, wir sind noch nicht richtig. Deswegen packe ich jetzt ein Flug-Pokémon aus und fliege da auch direkt hin. Unser gutes, altes Flug-Pokémon müsste das ja können. Ich weiß jetzt sogar gar nicht, wie das heißt. Nein, doch, ja, keins weg. Ist ja egal welches. Und wir holen uns unser Klaus, genau, Klaus hieß es. Holen wir mit. Dann fliegen wir schnell dorthin, tauschen wieder aus und dann geht's auch direkt in die Wüste. Ist zwar einer meiner Hassgebiete, aber was soll ich tun? Hin muss ich trotzdem. So, jetzt hoffen wir einfach, dass ich schon fliegen kann. Ja, fliegen kann's schon. Dann die Wüste ist... Panero, Elektrolytöle, Tiefkühlcontainer, da müsste es hier sein, ja genau, hier. Hier ist die Wüste, genau. Kann ich da denn hinfliegen? Direkt? Nee. Okay, gehen wir nach Iono City. Und dann geht's auch direkt los. Ich werde auch heute versuchen, möglichst wenig Zeit zu vergeuden. Und deswegen beeilen wir uns jetzt ein bisschen. Dinas PC. Finde ich eigentlich doof, dass sie mittlerweile anders heißen. Eigentlich fände ich es ja gut, wenn es irgendwie Pokémon-Lagersystem oder so heißen würde. Was haben wir denn? Hier unser Gelatropo. Unsere Eistüte, genau. Ja, wie kriege ich das jetzt das Team dann, glaube ich. So, Klaus kommt raus. Eistüte rein. Dann geht's direkt los. Fahrrad ist, glaube ich, auf D. Habe ich mir das auf D gelegt? Genau. Und jetzt ist die Frage, wo muss man hin? Ich glaube, hoch. Nein, Moment, wir müssen runter. Auf der Karte war es ja unterhalb. Da dürften wir eigentlich schnell durchradeln können. Ja, genau. Aber obwohl. Oh, wir sind aber schon da. Oh ja, habe ich mir da von dem Auto erschreckt. Erschrocken. So, die Trainer sind alle besiegt. Und jetzt hier hoch. Möglichst keine Kämpfe. Hätte ich ausweichen sollen. Ein Garnobel. Da haben wir unseren Venekten. Und da ist auch unser Venekten. Machen wir einmal Just for Fun. Locken mal das Garnobel weg. Und zwar mit einem Nierscher. Hab ich mir nicht gedacht, aber ich habe gedacht, mit dem Levelvorteil dürfte es sogar ausreichen. Wir wollen uns den kleinen Bruder ja jetzt nicht töten, deswegen fischen wir wieder. So, jetzt erstmal vom Fahrrad runter. Ich glaube, der müsste schneller, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Oben rein, dann gibt es dort einen Heiler. Direkt nach dem. Wir durch sind, genau hier, den brauchen wir jetzt zwar nicht, aber gut, dass wir es wissen. Die dürften eigentlich auch alle besiegt sein, wenn ich mich nicht irre. Ich tue jetzt aber einfach direkt in den Palast rein. Ich bin hier, glaube ich, sogar richtig. Ah, genau, wir sind richtig. Stopp, Black. Oder doch, Black. Das dort ist der Eingang zum alten Palast. Du bist wirklich unglaublich, Black. Du hast es tatsächlich noch vor mir bis hierher geschafft. Die Kämpfe gegen die Pokémon hier im Wüstenresort haben mehr Zeit und Mühe gekostet, als ich erwartet hatte. Ich verdanke es meinen Pokémon, dass ich es bis hierher geschafft habe. Laura ist schon vorgegangen. Los, lass uns keine Zeit verlieren. Okay, dann gehen wir rein. Jetzt dürften wir eigentlich gegen Team Plasma kämpfen, genau. Die Trainer dürften, wenn ich mich nicht irre, auch schon besiegt sein. Und ich rede sie einfach mal an. Wir wollen ja jetzt keine Zeit keine Trainerkämpfe auslassen. So, der dürfte aber relativ schon mit Mischer besiegen zu sein.
weg. Ist zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen Erfahrung. 136, das ist immer gar nichts. 63. Und natürlich direkt der nächste Kampf. Ich hau, glaube ich, direkt mal einen Topschutz rein. Dann schauen wir mal, was wir dabei haben. Erstmal, Renekton kommt weiter nach hinten, ist zwar relativ gut hier. Oh moin, Renekton passt sogar ganz vorne. Aber wir tauschen eh durchs Spin durch die Eistüte ein. Und wir machen einfach mal Nick und Timo nach hinten. Da ich doch gerne jetzt alle auf 38 bringen würde. So, erstmal anreden. Ja, klar. Das war durch den Strudel fallen, wissen wir ja. Wir müssen oben lang. Wir hätten oben lang müssen, gemusst. Dann natürlich sind wir zu blöd. Dann machen wir jetzt erstmal Beutel und Topschutz rein. Topschutz, machen wir es. Topschutz, Topschutz. Ist hier, glaube ich, gar nicht in dem Beutel drin. Der ist nämlich hier drin. Nein, hier drin. Top Elixier, Super Trank, Spezialität. Haben wir überhaupt noch einen Top-Schutz? Das ist jetzt die Frage. Bin ich gerade blind? Top Trank, Beiler, Top Elder, Eisender, Plus, Bummel. Muss sagen, Bummel, Elixier, Super Trank, Leber, Elder, Beiler, Beiler, Gegenwart. Ja, das ist ja super. Ich schaue jetzt mal kurz nochmal in den anderen Beutel, aber der ist ja eigentlich auch Fruchtseil. Scheint schlecht auszusehen. Ah, Superschutz, okay, da haben wir doch. Haben wir oben noch irgendeinen Topschutz oder so? Ne, dann hauen wir durch den Superschutz, den Superschutz rein. Haben wir sogar noch 16 Stück, Gott sei Dank. Verstehe eh nicht, warum Topschutz nur 250 hat und Superschutz 150 und dann so viel teurer ist. Ah, ich bin so blöd, laufe ich natürlich nochmal rein. Muss ich ja langsam vorbeigehen oder unten lang, ist jetzt die Frage. Jetzt wollte ich natürlich keine Zeit verschwenden, jetzt habe ich sogar einen Beutel gesucht. Ich versuche es einfach einmal unten lang. Ich glaube, das lag einfach daran, dass ich krank bin. Aber diesmal kurz anreden, ob du kämpfen möchtest. Das mit dem Sand hat sich erledigt, du kannst jetzt nach unten gelangen. Okay. Dann gehen wir runter. Da dürfte dann auch schon direkt jemand auf uns warten, genau. Dann reden wir mal mit dem guten Mann. Meister Gesis will es so. Es gilt nun herauszufinden, wie stark du wirklich bist. Dann zeig mal, ob du das Zeug dazu hast, Team Plasma zu schlagen. Ja. Achso, du gehst mir zur Seite. Das ist so cool. Du möchtest aber kämpfen. Das ist doch schön. Haben wir sogar unseren ersten Kernerkampf für euch schon mal nach 8 Minuten. Ich habe schon viel über euch über dich gehört. Du sollst deine Pokémon ja regelrecht schinden. Ja. Das. Also mein Fetisch. Ich hau gerne Pokémon und verkrieg mich danach mit denen. Und trotzdem mögen sie mich anscheinend sehr zu mögen. Das heißt doch, ich mach doch nichts Schlechtes. War so was mit dem Knirscher, ist glaube ich. Er ist glaube ich selber auch nicht, deswegen dürfte Knirscher nichts bringen, aber ich versuch's einmal. Ja gut, das zieht die Hälfte ab. Oh, das zieht uns auch die Hälfte ab. Na, ich glaube, Super 20 klappt immer die Hälfte ab. So, Hochmut. Schon mal gut. Und ein Level up. Oh, nein. Wechseln das Pokémon natürlich nicht. Ist jetzt nur mal sicher. Und hau erstmal den Supertrank. Müsste ich jetzt eigentlich. Okay, hau mal den Supertrank rein. Jetzt frage ich mich gerade, hat Supertrank 50 KP gehalten oder 100? Oder sogar 200? Nein, nein, 200 war es auf keinen Fall. Aber ich mach jetzt auf jeden Fall mal den Schaufler. Das dürfte eigentlich die einzigste wirklich sinnvolle Attacke sein, okay. Nutzt ja richtig, wenn der auch noch was benutzt. Wenn das jetzt. Okay, jetzt geht's. Versuchen wir es einfach nochmal.
Wenn das jetzt nicht klappt, muss ich leider auswechseln. Aber ich würde doch schon gern jetzt das Level Up bekommen. Obwohl, Level Up wird es jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich könnte mal fast das Level Up sein. Fast ein Level Up. Das heißt, noch ein Rotheimen. Das gibt es auch noch mal im Schaufler. Machen wir das einfach schnell. Fertig. Eigensperre bringt natürlich nichts. Haben wir schon abbekommen und wir sind im Schaufler. So. Oh, ist sogar ein One-Hit. Das ist cool. Aber das kommt auch dann hochgut. So, haben wir Rock Renekton schon auf Level 38. Das heißt, wir können jetzt Eistüte trainieren. Und dann tauschen wir mal aus. Renekton raus. Eistüte rein. Und dann geht's weiter. So, jetzt gibt es wahrscheinlich kein Zurück mehr. Sogar ein Item direkt. Ein Top-Tank. Das ist cool. So, dann der nächste Team Plasma. Komm schon, du musst verlieren, damit meine Pokémon glücklich sind. Damit meine Pokémon glücklich sind. Und zwei Pokémon zu Pex. Dürfte eigentlich sogar sehr gut besiegbar sein, durch Eistüte. Stahl gegen Kampf. Ich glaube, Kampf war stark gegen Stahl. Deswegen muss ich jetzt einfach mal. Eisstrahl hat am wenigsten AP, deswegen scheint es mir auch die stärkste Attacke zu sein. Benutze ich hier auch. Oh, das ist okay. Oh, war nicht. Das hätte ich getan. Werke ist einfach etwas Feuer. So, so, jetzt besiegt. Oh, sogar nur 700 Erfahrung. So, noch ein Eisstrahl. Super Zahn. Nicht so effektiv, Gott sei Dank. Da wir relativ low schon sind. Sag mal, dass er keinen Stein einfach macht. Super Zahn, ja. Damit kann er uns natürlich niemals besiegen. Außer wir sind vielleicht auf 1 HP. Ich weiß ja nicht, wie das dann ist. Was für unglaublicher Trainer wir doch sind, hat er gesagt. Das freut uns natürlich. Und dann eigentlich hat unser guter Eistüte genug eingesteckt. Jetzt kommt er erstmal einen Trank ab. Top Elixier, Top Trank, Super Trank. 50 HP, Top Trank. Super Trank. Ja geil, das sollte eigentlich für den nächsten Kampf reichen. Ich muss den jetzt nicht unbedingt voll machen. Ist er da unten lang? Oder muss ich da sogar runterfallen? Nee, muss ich nicht. Dann gehen wir da unten hin. Der Wandel dieser Welt kann nur unter großen Mühen und Schmerzen geschehen. Ja, der Verlierer bleibt natürlich immer Schmerzen. Depon Nitrox. Ah, oh, genau, so ist es nicht. Da ist, glaube ich, unsere Eistüte nicht so gut aufgehoben, deswegen tausche ich aus. Salz oder Giftpflanze gegen Eis. Ich tausche einfach mal Giftpflanze. Na komm, ich versuch's einmal. Stahlgift sogar gegen. Ich versuch mal, wie ich kann, oder? Okay, wir tauschen aus. Das ist mir doch jetzt nur mal zu gefährlich. Wir holen uns das Team rein, mit dem habe ich noch gar nicht gekämpft. Ich mache jetzt eigentlich mal mit. Body Slam, wir schaffen wahrscheinlich zurück. Oder nein, auch nicht. Wir machen einmal nur doch Tranker oder Trauntanz, wir brauchen uns jetzt nicht unbedingt zu pushen, um einen einzelnen Weg zu ziehen. Noch ein Body Slam. Zieht uns zum Glück nicht so viel ab. So. Ja,
ich wollte jetzt nicht mit dir reden. Wir springen hier jetzt runter, ich wollte das Item noch holen. Ich hole noch das Item, danach ist Schluss. Warte, hier waren wir schon oder noch nicht? Ich glaube, hier waren wir schon. Ne, hier waren wir nicht, dann mache ich jetzt hier Pause. Also einen Cut und die nächste Folge seht ihr bei Killian. Jetzt wird es hoffentlich mal wieder bis zum Schluss endlich Pokémon Weiß durch Let's Play. Damit wir endlich weitermachen können. Und ich sag Tschüss.